Lenin grüßt noch immer vor dem Bahnhof von Omsk, Sibirien. Einmal in der Woche verlässt ein Zug die Stadt am Irtisch in Richtung Westen. Ziel Berlin-Lichtenberg. Jeden Dienstag immer gegen 13.30 Uhr koppelt man den Kurswagen aus Omsk an den Waggon aus Nowosibirsk. Zusammen bilden sie den längsten Zuglauf, der das deutsche Schienennetz erreicht. Vor den Reisenden liegt ein strapaziöser Trip über Tausende von Kilometern. Der Abschied an diesem Nachmittag ist für viele ein Abschied für immer. Denn der Schienenstrang nach Berlin ist zu einer Art Fluchtweg geworden für die sogenannten Russlanddeutschen, die in ihrer neuen Heimat auf ein bisschen mehr Wohlstand hoffen. Andere, die diesen Schritt längst gewagt haben, nutzen das 600 Mark teure Ticket der russischen Staatsbahn, um ihr periodisch auftretendes Heimweh nach Russland zumindest für ein paar Tage zu lindern. Die Zeit war viel zu kurz. Aber Sie waren noch einen ganzen Monat lang hier. Es ist wegen der Eltern. Ja, meine Eltern fehlen mir schon sehr. Über 100 Stunden werden die Reisenden zwischen Ost und West unterwegs sein. 4 Tage und 4 Nächte quer durch Russland, Kasachstan, Weißrussland und Polen. 5.250 Kilometer, viel weiter ist auch Japan von Omsk nicht entfernt. An Bord des Westexpress wird zumeist Deutsch gesprochen. Aussiedler bei der Rückkehr vom Sibirienurlaub, Russlanddeutsche mit der Hoffnung auf ein besseres Leben im Westen. Eine gebrochene Identität haben sie alle. Wir leben jetzt schon 4 Jahre in Berlin, haben uns schon eingelebt sozusagen. Aber trotzdem, die Heimweh lässt ihm keine Ruhe. Vielleicht ich nicht werde das machen. Ich bin ja auch schon 65 Jahre. Aber meine Enkel, die werden Deutsche sein. In Deutschland waren sie mir sagen, du bist eine russische Deutsche. Ich verstehe das. Aber ich will, dass meine Kinder waren Deutsch. Keiner soll nicht sagen auf meine Kinder, du bist ein russisches Schwein. Aber in Russland sagen sie nicht, du bist ein Faschist. Ich will das nicht. 4 Passagiere pro Coupé drängen sich mit ihren Habseligkeiten in einem Zug, in dem sie es fast eine Woche miteinander aushalten müssen. Waggons mit getrennten Abteilen haben in Russland Luxusstatus. Normalerweise reist man im offenen Liegewagen. Duschen allerdings kann man hier nicht. Erster Halt: Petropawlowsk in Kasachstan. Früher einmal hatten sich hier viele Russen angesiedelt. Doch seit dem Zerfall des einst blühenden Agrarstaates zieht es umgekehrt immer mehr Kasachen in Richtung Russland. Noch 100 Stunden bis Berlin. Auf dem Bahnsteig versorgen sich die Billigreisenden mit Lebensmitteln. Für die Einheimischen eine dringend notwendige Aufbesserung ihres kargen Einkommens. Russen mit deutschem Stammbaum bietet die Bundesrepublik einen Weg aus dem Elend. In Deutschland habe ich 2.000 Gulden mit zum Zweiten, 2.600 Gulden, ja. Und in Russland sind es 300.000 Rubel. Nur das mit 100 Mark. Na, und das reicht nicht zu. Das hier, das kostet 2.100. Während der Zug wieder Fahrt aufnimmt in Richtung Wohlstand, geben sich im ansonsten leeren Speisewagen einige Fahrgäste dem Wodka und der Musik hin. Nur selten einmal verirren sich Fahrgäste in das Zugrestaurant. Zwar gibt es hier alles zu kaufen, doch kaum jemand kann es sich leisten. Businessman Andrei Norkin möchte unbedingt in Deutschland leben und er arbeitet hart daran. Als Vermittler und Autohändler zwischen Sibirien und dem Mercedesland. Natürlich habe ich Angst. Andauernd trifft man auf Banditen. Vor allem in Polen muss man ganz schön viel Geld hinlegen. Auch bei der Miliz gibt es viele Banditen und die verlangen sehr viel Geld. Irgendwo im Ural beginnt der neue Tag. Der Zug rattert durch insgesamt 5 Zeitzonen. Doch die Uhren in den Waggons gehen ohnehin nur nach Moskauer Zeit. Herbert Naslawski war 61, als er nach Deutschland kam.
Seitdem ist er jedes Mal froh, seine alte Heimat wieder verlassen zu können. Man muss sich nur wundern, dass so ein reiches Land und so arm lebt. Verstehen Sie? Das muss man auch verstehen. Zu machen so. Ich kann das überhaupt nicht begreifen, dass die Korruption so ist. Und das fängt an von der Regierung und so weiter und so weiter und so weiter. Das ganze Land trinkt Schnaps. Und was ist von einem Besoffenen zu fordern? Nichts nicht. Deswegen sind sie auch so. Halt auf halber Strecke in Saratow. 10 weitere Waggons schließen sich dem Trek nach Westen an. Und mit ihnen noch mehr Aussiedler, die für immer gehen. Für den Schaffner ein gewohntes Bild. Die Leute tun gerade so, als würden sie in den Krieg ziehen. Ich weiß nicht, was es da zu weinen gibt. Die kommen doch bald wieder. Die Hälfte von ihnen zumindest. Noch 48 Stunden bis in die neue Heimat, die die meisten noch nie gesehen haben und nur durch Erzählungen oder von Fotos kennen. Doch eine Probefahrt nach Deutschland können viele sich nicht leisten. Der Kauf eines Tickets Richtung Westen ist eine Art Wechsel auf die Zukunft. Und ihre Hoffnungen sind stärker als die Angst vor der neuen Welt. Deutschland wird nicht gerade das Paradies sein, denke ich. Aber immerhin ein zivilisiertes Europa. Nicht so wie bei uns. Da erreichst du nichts. Kein Gesetz wird eingehalten. Und es gibt keine Moral. Obwohl die Sonne langsam untergeht, herrschen in den Waggons tropische Temperaturen. Die Klimaanlage ist ausgefallen. So will sich niemand in die brettharte Horizontale begeben. Man gräbt lieber deutsches Liedgut aus. Sie kommt nicht mehr. Sie hat kein Wiederkehr. Nur Wiederkehr. Wir haben kein. Sie sind ein Milliardär. Am nächsten Morgen steht der Zug auf dem Bahnhof der weißrussischen Hauptstadt Minsk. Zwar ist hier der Handel mit Lebensmitteln verboten, doch die Armut treibt immer wieder Händler auf den Bahnsteig. Unsere Renten sind sehr niedrig. Deshalb kommen wir her, um etwas zu verkaufen. Und dafür bestraft man uns auch noch. Man darf das nicht, es ist eben verboten und basta. In der letzten Nacht der Mammutreise wird der Zug die Armutsgrenze von Weißrussland nach Polen überqueren. Kurz vor dem Übergang werden die Abteile vor Plünderern gesichert, denn schon häufig kam es hier zu Überfällen. Nachts werden diese Blockadevorrichtungen folgendermaßen angebracht. Man setzt sie auf und verschließt sie so. Damit kann man das Abteil von außen nicht mehr öffnen. Die Tür ist fest verschlossen und man könnte sie nur noch eintreten. Da es sich aber um Diebe handelt, wollen sie natürlich Lärm verhindern. Doch die Nacht bleibt ruhig und so erreicht der Zug in den frühen Morgenstunden die Oder und damit die deutsche Grenze. Nach kurzem Aufenthalt in Frankfurt mit Pass- und Zollkontrolle rollt der Zug weiter in Richtung Berlin. Doch je näher die deutsche Hauptstadt rückt, desto stärker wird das Heimweh nach Russland. Es kommt wie angeflogen. Man kann nicht essen und nicht trinken, wenn man Heimweh bekommt. Muss man alles schmeißen, wie man sagt, alles liegen lassen und zu Besuch fahren. Und dann geht das wieder weg. Nach 103 Stunden und 25 Minuten ist die Fahrt in Berlin-Lichtenberg zu Ende. Mit nur einer Stunde und 16 Minuten Verspätung.